Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Heute zeige ich euch, wie Mairüben zubereite. Ich werde dieses Rezept nach pakistanischer Art zubereiten. Und für alle meine neuen Zuschauer kann ich noch hinzufügen, dass ich stets entweder Reis oder frisches Brot zu meinen Currygerichten zubereite. Ich habe einen Bund Mairüben genommen und diese fein geschnitten. Die fein geschnittenen Mairüben lege ich in Wasser ein. Für die Zubereitung der Currypaste benötige ich eine mittelgroße Zwiebel, 2 bis 3 Knoblauchzehen, ein Stück Ingwer, 2 mittelscharfe Peperoni sowie eine Tomate. Das Ganze wird fein geschnitten. Ich persönlich bevorzuge Ingwerstreifen in diesem Gericht. Ihr könnt den Ingwer aber auch sehr fein schneiden. In 5 bis 6 Esslöffel Öl braten wir nun die Zwiebeln und den Knoblauch lässig ein. Folgende Gewürze füge ich außerdem hinzu: 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Viertel Teelöffel Kurkuma sowie 1/2 Teelöffel Chilipulver. Die Schärfe dieses Gerichtes könnt ihr natürlich nach eurem Belieben anpassen. Auch das restliche Gemüse fügen wir diesem Gericht zu, sowie 3 bis 4 Esslöffel Tomatenpüree. Das Püree hat hierbei eine optische Bedeutung, denn es verleiht dem Gericht seine kräftige rote Farbe. 1 Teelöffel Salz hinzufügen nicht vergessen oder Salz nach Geschmack. Nun vermischen wir das gesamte Gemüse gründlich mit den Gewürzen und geben dann den Deckel auf den Kochtopf. Das Ganze könnt ihr nun bei mittlerer Hitze für 20 Minuten köcheln lassen. Und nach 20 Minuten, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr so viel Flüssigkeit im Topf ist, dann könnt ihr den Herd nur für ein paar Sekunden auf die höchste Stufe schalten. Nach diesen 20 Minuten nehme ich einen Kartoffelstampfer und zerstampfe die Mairüben leicht. Ich möchte keinen Brei haben, deshalb nicht das gesamte Gemüse zerstampfen. Ich gebe zum Schluss noch 2 Esslöffel Butter sowie etwas Koriander zum Dekorieren hinzu. Anstatt Butter könnt ihr bei einer veganen Ernährung natürlich auch zu Olivenöl greifen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zubereiten. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Koch mit Sultana.